Moin ihr Toads, willkommen heute zu Sims 4 YouTube Edition. Yeah. Alter, jetzt hör ich schon wieder mal. Ja, moin Leute. Willkommen hier zum neuen Stream hier an diesem schönen Samstagnachmittag. Das ist immer ein bisschen blöd mit dem Sound. Nicht wundern, wenn ich irgendwas am PC mache, dann hört man in dem Moment keinen Sound. Das ist ein bisschen doof. Es ist aber beim PC-Spiel leider ganz normal. Also, nicht wundern, ne? So, moin an Glorak, Gamertoad, Timologie, Lul. Lul ist nämlich so ein Lieblingswort, ich spiele das schon, ne? Ja. Tobi ist am Start. I like Sea of Trees. Okay, kann ich reden, ey. Trees, moin. Mario-Fan, Mario, hallo. Philipp, moin. Yui, moin. Spike X2, moin. Nick Games, moin. Hi, kennst du mich noch? Ja, moin. Bowser Bro, moin. Eddie, hallo. Alice Lutus, Abend, wie geht's so? Mir geht's gut, ich habe eine Pizza gegessen, deswegen hat alles ein bisschen verspätet heute. Abend, wie geht's? Benny, hallo. Aaron, moin. Mike, hallo. Super Mario Maker 2, Soccer X2, moin. Gamertoad, moin. Way too nice to. Oh Gott, ich kann hier reden. Hi, freue mich. Hi. Noah, hi an dich. Ja, Leute, das hat sich heute alles ein bisschen verschoben. Weil ich war noch im Baumarkt und ich musste, da waren wir noch ein Pizza essen und so, das hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber Leute, jetzt bin ich da und Glorak haut erstmal einen Euro raus, Ehrenmann. Glorak, dankeschön. Lass gerne mal ein paar Herzen für Glorak da, dankeschön. Yeah. Dankeschön für deinen 1 Euro, Leute. Und Leute, jetzt fangen wir langsam an. Alexovania, hallo. So, grüß euch, Leute, willkommen, kein Problem. Okay, ja, Es ist immer nicht ganz so leicht, den Samstag zu planen, wie das so Zeitmanagement alles klappt. Ja. The Max, hi. Und Rollstuhl Racer, auch hallo an dich. Moin. Lucario, hallo. Hübi Noah, hi. Ich bin vor 2 Stunden vom Urlaub zurückgekommen. Ja, nice. Wo warst du denn? Von der Google-Umfrage. Ah ja, ja, Ehrenmann. Ich habe da irgendwie nie Geld gemacht. Ich weiß auch nicht. Google-Umfrage lief nicht so das Business. Lief nicht so gut. Tobi hat auch nochmal 1 Euro raus. Dankeschön, Ehren-Tobi. Ehrenmann. Ja, Leute. Wir fangen jetzt an. Du Spast, ey. Ja, dankeschön. Ja, wir fangen jetzt an, Leute. Ich mag Züge, ich auch. Hallo, Zelda Nick, grüß dich, Leute. Ja, habt ihr alle schon ein Like da gelassen für diesen krassen Stream? Ich hoffe es. Gönnung auf jeden Fall. So. Hallo zusammen. Hallo, Eiergott Kilian. Moin, Leute. Und Nils Wunki, dankeschön. Hi. Tobi war, ne? Danke. Random Crafter HD. Hi. So. Wir fangen heute an mit den ersten 3 und dann sehen wir weiter, was danach, wer so sonst in die WG einzieht. Wir fangen heute an mit Domtendo, Blooks 2 und Rebels. Ja. Super Mario Fan, hi. Sag mal Textorion, ja, ich bin hier Profi, Junge. Mich auch, du erwachsener Sohn, Gamertoad. Moin und Ehren, hallo. Random Crafter, hab ich dich schon begrüßt, auf jeden Fall, hi. Danke, dass du mich erwähnt hast, immer. So, Leute, wir fangen jetzt auch mal an hier. Ich habe schon geübt, ein Sim zu erstellen. Das Spiel ist für mich blind. Und wir machen natürlich kein Tutorial, ich bin Profi. Wir gehen da einfach so blind rein heute. Der einer, hi. So, moin. Ist der Sound gut? Ja, das sehe ich ja ganz gut, ey, warte mal. Ja, passt. Okay. Das sehe ich ja nicht, wenn ich in OBS bin. Das ist ganz lustig. Ich muss im OBS gucken, ob mein Sound passt. Aber wenn ich da draufklicke, höre ich keinen Sound. Ja, richtig gut. So, ich habe schon zur Übung einen erstellt. Nein, nicht speichern. Galerie öffnen. Ja, bitte. So. Ich habe hier schon mal den Geilkind. Die anderen erstellen mir jetzt live, alle Leute. Aber ich habe mir schon mal hier den Geil... Hier, könnt ihr schon mal gucken. Der Domtendo zur Übung gestern Abend mal stellt. So. So ist unser. Ich finde, ich habe ihn gar nicht so schlecht gemacht, ne? Guck mal, irgendwie, das ist unser Domtendo, Dommy Geilkind. Wie findet ihr ihn? Findet ihn auch so geil wie ich? Guckt euch den an. Oh, ich bin der Domtendo. Ich freue mich schon sehr auf Mario Maker 2. Ich werde da reich und mir eine zweite Villa kaufen. So sieht er aus. Ich finde, Dommy ist schon mal ganz gut getroffen eigentlich, ne? Oder? Finde ich schon. So. Ich bin geiler, oha. Und wir machen jetzt weiter hier mit Blooks 2. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen muss. Haushalt platzieren, ja bitte. Ersetzen, ja. Dommy bitte rein. So, da haben wir unseren Domtendo, ne? Dommy schon mal da. Nicer, da ist er. Guckt euch den an, ey.
Natürlich eine Rolex am Start, ne? Guckt euch das an hier, warte. Da. Da ist die Rolex. Die darf natürlich nicht fehlen, ist ja ganz klar. So, Domi ist am Start. Toll, ne? Domi ist voll das Geilkind, ja. Domi ist am Start und Blux 2 ist da oben. Weil den erstellen wir jetzt als nächstes. So. Ja, das ist auf jeden Fall Blux 2. Ich war so lange nicht mehr aktiv. Kennst du mich noch? Nee, gerade nicht. Nick Games auf jeden Fall. Hi. Bei ihm läuft, ja. So, das ist unser Blux 2. Man kennt's. Okay, ich muss mal anfangen jetzt hier, ne? Okay. So, Gesicht. Wie sieht ein Blux 2 aus? Deswegen ist er oben in der Facecam. Also, in Klammern Facecam. Da oben ist er jetzt. Damit wir ihn halt bestens sehen, ne? Okay. Ja, ihr könnt mir gerne dabei helfen. Dann ich... Schreibt's. Ihr könnt immer gerne mit in den Chat schreiben, was ich da so nehmen soll. Ja, ich denke, er hat schon so einen ründlicheren. Ich will mich sehen. Ja, du kommst auch noch. Ich habe gerade Dom Tenno erstellt gehabt, der ist hier. Mit der Rolex am Start, man kennt's. Die Rolex. Richtig toll. So, jetzt erstellen wir unseren Blux 2. Der hat schon mal schön aus. Andere kommt vielleicht im nächsten Folge. Ich muss ja mit drei Leuten erstmal anfangen, ne? Sonst erstellen wir 3 Stunden heute. So. Ja. Richtig gut. So. Blux 2 hat jetzt erstmal. Warte mal, kann man auch irgendwo neu anfangen? Das regt mich gerade alles ein bisschen auf. Naja. Weg damit. Das sieht eigentlich aus wie Ripples. Ja, komm, wir machen erst Ripples. Komm. Der sieht. Ja, komm, warte mal. Ich habe hier extra ein Bild von ihm. Richtig gut. So, dann machen wir jetzt erstmal unseren Rippchen hier. Ich finde, das passt schon besser einfach. Allein schon die Haarfarbe und so. Machen wir erst unser Rippchen. So, der hat aber nicht so ein fettes Gesicht. Nicht so fett. Gott. Wie sieht denn unser Rippchen aus? Ja, so ein bisschen. Sein Gesicht ist sehr. Ja, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Kann man. Ja, auf jeden Fall, was dringend weg muss, ne? Der Typ hat keinen Bart, der ist nicht in der Pubertät. Wo sind die Eier hier? So, mal ganz dringend weg. Wunderbar. Was ist denn das für ein Bild? Ja, ich hab ein ganz. Ui! Wie geht's, Piusilin? Was ist denn das für ein Name? Eiergott Kilian, Dankeschön für 10 Euro. Haut mal ein paar Herzen hinein. Ehrenmann, ey. Fängt der gleich mit 10 Euro hier an, ey. Läuft. Dankeschön. Was ist denn das für ein Bild, Junge? Ja, ich habe das beste Bild von Google Bilder genommen, das ich gefunden habe. Ich fand das sehr ansprechend. Hat mich. Ah, guck mal hier, das ist unser. Ja, das ist schon mal ganz schick, ne? So, der Rippchen hat aber nicht so welche Haare. Der hat hier so nach oben. Krasse, der hier hat hier. Der kann sich was leisten im Leben. Auf jeden Fall. Ja. Wir kommen der Sache auf jeden Fall näher, ne? Guck mal, er sieht hier noch jünger aus als auf dem Bild. Was sagst du schon mal? Rippchen, findest du schon mal schick? Finde ich auch. Ich weiß nicht, die Augen. Der hat hier so ganz andere. Ah, die sind eher so gerade unten und dann so ein halbrund irgendwie. Mehr offen auf jeden Fall. Zumindest auf dem Bild da, ne, würde ich mal sagen. Ich finde Augen sehr schwierig. Nimm das zweite weiter unten. Von was? Augen jetzt, oder was? Hallo, ich bin der Rippchen. Hallo, na? Er hat auf jeden Fall große Augen, würde ich mal behaupten. Ja, was sagt ihr dazu? Haare gehen klar, ja, würde ich auch sagen. Vor allem von den anderen, die man da so sieht, würde ich das auch sagen. Auf jeden Fall danke nochmal an Eiergott Kilian, ne, Ehrenmann. Von der Frisur? Okay, nochmal normal, achso. Die Haare zwei weiter unten. Haare. Ja, die sind auch schick, ne? Hallo, ich bin's, der Raphael. Musst aber, du gehst auch schnell, Tobi. Ja, das ist auch schick. Richtig geil. Nee, so, wo waren die jetzt gerade hier? Nee, das waren die nicht. Wo waren die denn jetzt? Das waren die, ne? Okay, gut. Die haben wir schon mal, Leute.
Ich finde die schon ganz gut hier. So. Harada nicht. Kriegt er eine Mütze? Ne, ich glaube, der zeigt seine Haare. So, hat Rippchen eine Brille? Der hat eigentlich Kopfhörer. Kann man hier Kopfhörer machen? Ohrringe hat er auch nicht. Doof gelaufen. Kopfhörer gibt es hier nicht, ne? Ne, schade. Okay, seid ihr damit zufrieden? Natürlich hier, ne? Ganz. Oh, der ist ein bisschen dick, der Typ. So, was hat der Rippchen gern? Der hat immer so. Ich würde fast sagen, so ein. Ja, auf jeden Fall ist er ein bisschen dünner. Sport ist Mord. Ja, der ist ein dünner Typ. Schaut zu 75 gleich aus, okay? Ja, das ist schon mal ganz gut. Der hat einen ziemlich dicken Bauch. Wo kann man denn den Bauch einstellen? Rüppchen ist ein bisschen dick geworden. Ah ja. So, nicht so viel Maggis. Was hat er für eine Hose an? Der ist ja im Aufnahmestudio, ne? Da im Aufnahmestudio hat er immer sowas an. Das weiß ich aus verlässlichen Quellen. Da hat er immer sowas an. Lommi oder so, hi. Er ist aber kein Pummel-Weihnachtsmann. Ja, leider nicht, ne? So, aus verlässlichen Quellen, aus Smash-Aufnahmen weiß ich das hier. Nee. So, guck mal, der hat hier ganz entspannte Jogginghose an. Der mag ja gelb eigentlich, ne? Also gelb-grau mag er ganz gerne. Ja, die gibt's nur in grau. Gibt's das hier in gelb? Nö. Nö, gibt's gar nichts hier. So, das ist unser Rippchen, sieht ja schon mal schön aus, ne? Rippchen, bist du zufrieden? Ja, mich selber machen mit dem nächsten auch noch, aber heute ziehen erstmal die drei Kandidaten ein. So, unser Rippchen. Ja, die Schuhe, die gehen ja gar nicht. Wo gehst denn du hin auf den Monsum? Das hier sind doch schöne Schuhe. Ja. So, was hat der Typ an? Nagelneuen Sneaker. Nee. Reiterstuhl. Hat noch wieder. Ne, du hast doch da gelbe Merchandise-Produkte, ey. Bruder, ey. Bist du sonst zufrieden mit dir oder noch welche Einwände? Hast du solche Schuhe an? Ich habe deine Schuhe noch nie gesehen. Ich sehe dich nicht so ganz Körper. Normalerweise. Das können wir gerne mal ändern. Kennst du meine Nummer? Ruf mich an. Ja, toll. Guck mal, da unten unser Rippchen, daneben der Domtendo. Hallo, Sonic the Hedgehog, hi, und alle mich abonniert, okay? Hi, auch an dich. Bruder, muss los bei Alster. Komplette Basic-Schuhe. Was sind denn für dich Basic-Schuhe? Oh, sowas mag ich gar nicht, ne? Sowas mag ich gar nicht. So Sportschuhe. Kennst, was soll ich denn nehmen für dich, Junge? Ich würde da sagen, das sind. Ja gut, das sieht fast wie Hausschuhe aus, ne? Kommen wir nehmen mal so welche hier. Das sind so Basic-Schuhe für Weihnachten. Für Sommer. Für Weihnachten, man kennt's. So. Okay. Ja. Jetzt geht's zu den Eigenschaften, Leute, ist ja ganz klar. Er ist. Rich ist er nur, wenn er einen Donation-Stream macht. Verführerisch, Liebe, das müsste ich seine Freundin fragen. Kreativ. Uff, Let's Plays ist kreativ. Niederträchtig. Beliebtheit. Es geht. Häuslich. Natur. Der macht ein bisschen Sport, oder? Machst du Sport? Das könnte ich bei Hibi hinschreiben mit der Handball und so, ne? Uff. Ja komm, er ist einfach mal beliebt. Witzbold, Freund der Welt. Der Party schon mal nicht. Komm, er ist einfach lustig. Er ist einfach lustig heute. Snailbob, hallo, hi. So, was ist das hier? Okay, weiter geht's. Merkmale. Selbstsicher, kreativ. Ach, kreativ. Sind YouTuber kreativ? Spinner. Ja, ist das ein Idiot? Gag.
Uff. Uff. Ich hab da eben über irgendwas Urheberrecht gelesen. Urheberrecht, man kennt's. Karin, hi. Liebt die Natur. Ja, auf jeden Fall. Cash ist da auf jeden Fall. Genau. Donation-Stream, Junge, du weißt Bescheid. Dann musst du noch wie Bocky den Stream teilen und dann läuft das auf jeden Fall wieder. Er will auch ein paar Abos haben. Er spürt's einfach, genau. Sambo, genau. Was haben wir hier noch? Familienbewusst. Mag keine Kinder, das will ich jetzt nicht sagen. Ja, komm, Bro. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, das ist unser Rippchen hier. Wusste gar nicht, dass das Sims hat. Das war bei EA vor kurzem umsonst, deswegen habe ich es mir gegönnt. Und seitdem habe ich das. Thomas, hi an dich. Und Farben will auch alle an dich. So. Rippchen steht auf jeden Fall schon mal. Okay, jetzt haben wir unser Rippchen schon mal fertig. Guckt euch den an. Toll, ne? Jetzt geht's zu Blue X2, Leute. Ist ja ganz klar. So, dann müssen wir eben das Face hier mal ändern, ne? So, jetzt bauen wir unseren Blue. Jetzt wird der Blue gebaut. Hi, Blue, was ist bei dir passiert? Haben wir bei ihm die Hautfarbe gemacht? Ja, der geht schon so durch. Das passt schon. So. So, auch Blue ist ein bisschen heller. Ich würde fast sagen, volle Pulle. Ja, machen wir so. Das sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus hier. Weiß auch nicht. Dann lieber das hier. Da muss es irgendeinen Haken geben. Ja, die wollen halt, nein, das Spiel ist 5 Jahre alt. Ne? Die wollen natürlich, dass die Leute, die das Spiel noch nicht gekauft haben, natürlich das dann doch mal kriegen. Und eventuell die DLCs sich gönnen. Weil wenn er 5 Jahre das Spiel noch nicht gekauft hat, der wird es wahrscheinlich auch nicht kaufen. Steffi, hi. Deswegen kann ich das schon verstehen. Er hat ein runderes Gesicht. Da würde ich fast das hier sagen. Doch, doch, das ist schon ganz okay. So, auch Blue ist komplett clean. Gib mir bitte... So, Blue ist clean. Ohne Ende. Bei ihm... Ja, ein bisschen größer. Die Augen. Auf jeden Fall eine Brille. Brille. Da, Leute, wir packen jetzt aus hier. Der hat so eine ältere Brille. Vom Style her sieht die ein bisschen älter aus. Obwohl natürlich das immer Geschmackssache ist. Ja, gibt's die in Grau? Ja, halt so Brillengläser halt, ne? Das wollte ich jetzt nicht. Bruder, oh, gib mir doch bitte das, was ich will. Oder die? Ja, das ist so eine Mischung, ne? Aus viereckig und rund. Ja, uff. Ja, auch nicht, ne? Was geben wir denn für eine Brille, Leute? Ja, das kommt einigermaßen hin, aber das in Grau. Ja, hellgrau. Ja, so irgendwie. So. Da haben wir unser Blue schon mal, Leute. So ist es, sehe ich genauso. Haare auch an. Das hier nicht. Haare. Also erstmal der braune. So. Hallo. Jetzt hat er aktuell so welche tatsächlich. Aber wir geben ihnen, die er meistens hat. Nee, oh Gott. Hilfe. Der hat kurze Haare. Also nicht. Das kommt schon näher. Wir kommen schon näher, Leute. Natürlich, die Haare kann man natürlich immer nach oben kämmen oder sonst was machen. Ist ja klar, ne? Aber wir müssen einigermaßen hier nachbauen. Ich bin der Profi. Ne? Ne? Schon so. Ey, ich bin Profi. Okay. Sieht aber irgendwie noch nicht so aus wie Blue, ne? Ich merk schon. Ja, warum habe ich eigentlich keinen Mund hier gemacht? Ja, uff. Ey, der hat der Mund offen. Ist jetzt hier ein bisschen kritisch. Die Nase ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ja. Ich muss so los, ey. Okay. Ja, könnt ihr mir bitte seelische Hilfe geben? Dankeschön. Ich habe doch hier irgendwo Mitte, lang,
kurz. Das ist kurz. Naja, geht. Was gebe ich denn für Haare, ey? Das sieht alles nicht danach aus. Höchstens das hier, wegen den Haaren da oben so ein bisschen. Also sieht das aus wie Blue? Ja gut, der braucht noch einen anderen Anzug, ne? Braucht noch was anderes hier. Was hat der Blue an? Irgendwas Graues. Mit einem Werbelogo. Product Placement. Nee, er macht keine Product Placements. So. Leute. Was? LOL steckt der im Stream-Chat? Wer? Ja, Blue steckt im Stream-Chat. So, LOL. Ich glaube, dafür wird Blue mich jetzt hassen. Aber jeder kriegt, was er verdient. So, man muss es nicht so auffällig machen. So fast das. Blue sagt ja immer, er streamt in Unterhose, deswegen. Er rennt auch so in der WG rum, ne? Blue, es tut mir leid. Kannst dich nächste Woche Dienstag rächen? Ja, da freust du dich schon. Ernsthaft, ja? So, toll, ne? Was war das hier nochmal? Ja, auch Blue ist jetzt nicht so dick. Ah, ein bisschen maskulöser als Rippchen. Ja, Mann. So. Das ist unser Blue-X-Tool. Pink? Nein, wir wollen ihn nicht. Soll ja nicht ganz, ne? So, so streamt der Blue immer, deswegen. So, da Blue im Stream-Modus ist. Ja, er kriegt schon Socken, ne? Wo sind denn hier Socken? Brauchen wir jemanden mit Sandalen? In Bayern soll ja warm werden, ne? Nee. Wo sind denn hier Socken? Ich hab das schon mal gesehen. Wo sind hier Socken, Junge? Nein, 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 bitte nicht. Ein BH ist auch ganz wichtig. Ah ja. So, der gönnt sich jetzt so, aber in schwarz. So. So streamt der Blue ja immer, ne? Hallo, Paul. So, ich hab da hier noch gar keinen Namen gegeben, glaube ich, ne? Ah ja. Du bist... Rippchen... Wie soll er mit Nachnamen heißen, oder? Schreibt es in den Chat. Wie soll Ribbits mit Nachnamen heißen? Schreibt's rein. Wie soll ich den Ehrentypen nennen? Team Gamertoll, also nicht. Moinsen, hallo Anada, Anno, Buck, grüß dich. Am Spieß. Rippels Wüppchen, ja okay. Machen wir das so. Rippels Wüppchen, ja okay, okay. So. Unser Rippchen. Sagen die meisten, okay. So, dann haben wir den schon mal. Was ist das hier? Nee, nee, nee. So. Das ist hier unser, wie nenne ich den denn jetzt? Blue X 2 Nachnamen. Halt, stopp. Wie soll Blue X 2 mit Nachnamen heißen, Leute? Er freut sich schon auf den nächsten Mario Odyssey Speedrun oder Mario... Ja, siehst du, er ist schon im Hype. Oder Mario... New Super Mario Bros. U. Er sieht sogar noch ein bisschen jünger aus. Er ist geistig 20. Pius, die Kopfform muss geändert werden. Findest du? Auch ein bisschen breiter? Oder was möchtest du? Das habe ich noch ein bisschen breiter gemacht. Sein Kopf ist ja ein bisschen breiter. Ist jetzt okay? Oder noch ein bisschen? Nee, ist schon was zu viel. Ich finde, so passt das eigentlich. Seid ihr jetzt zufrieden? Und Nachnamen? Der Mutt muss breiter. Okay. Komm mal ran. Ja, wir kommen dem Blue schon näher auf jeden Fall. Kommen dem Blue schon näher. Ich spüre es langsam. Mario Maker Pro, nee.
Blues 2, der Speedrunner. Sein Nachname ist Speedrunner. Kreativ Blues 2 Speedrunner, genau. Ribbels Rüppchen und Dommy Geilkind. Das ist hier meine neue Family. Denen werden wir jetzt sehr viel Spaß haben, Leute. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Für diese tolle neue WG. Ali, der Blue braucht ja noch ein bisschen, ne? So, was haben wir bei denen genommen? Witzbold. Okay, bei Blue müssen wir noch mit Skillig nehmen. Der ist hier sehr, er kennt einfach jedes Spiel in- und auswendig. Deswegen Wissen ganz vorne. Computer Freak. Ja, komm, der ist hier der PC-Suchti. Wir brauchen nochmal Techniker. Spinner. Selbstsicher für den Speedrun musst du einfach an dich selbst glauben. Ja, genau. Genau, genau. Mhm. Er denkt einfach, er ist der Beste in Speedruns, deswegen das brauchen wir auf jeden Fall. Ehrgeizig. Auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall. Mag keine Kinder. was nehmen wir denn noch? Ich will ja nicht dasselbe wie bei anderen nehmen. Das wäre schon... Und auch ein bisschen Geldgeil. Ja, genau. Geldgeil darf nicht fehlen, Leute. Okay. Micha steht vielleicht ein andermal. Auf jeden Fall will ich jetzt spielen nach einer halben Stunde. Und mit den drei Leuten kann man ja, glaube ich, gut beginnen, ne? So, Domtendo, Ripples und Blues 2. Los geht's, Leute. Das ist unsere neue Family. Woo! Du hast eine Stunde lang designt. Ne, eine halbe Stunde. So, Foto machen bitte. Yeah. Das, warte mal. Gib's doch mal. Kann man das hier abspeichern oder was? Außen, ja, einmal speichern hier alles. Wunderbar. Okay, jetzt geht's los, Leute. Bei jedem, den du in der WG erstellst, musst du Geld geil machen. Ja, auf jeden Fall, wenn es ein YouTuber ist. Wohnwelt wählen. Das hier auf jeden Fall. Ort zum Leben auswählen. Uff. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 24.000. Innenstadt. Wir gehen in die Innenstadt, Leute. Da brauchen wir gutes Internet. Ja, gönn dir. Ja, richtig schönes Zuhause auf jeden Fall. Es war umsonst, Philipp. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr umsonst. Es war umsonst im Origin Store. Okay, jetzt geht's ab. Yeah. Yeah. So, hallo, na? Okay. Unser Haus ist noch ein bisschen leer. Hier ist ja gar nichts. Uff. Ich dachte, wir haben schon irgendwas. Bauen. Okay. Kann ich es ein bisschen größer machen? Hallo? Okay, anscheinend nicht. Gut. Jetzt geht die Show los. Ja, Mann. Was ist das hier alles? Genießer-Fantasie. Ja, gib mir mal irgendwie ein Haus oder Toilette. So, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist ein Zockerraum. Gaming-Raum. So, Karriere, Business-Raum. Restaurant, kreativer Raum, ganz wichtig. Ja, genau. Das brauchen wir. Das muss ich jetzt freischalten. Ja, moin. Ja gut, dann fangen wir mit der Küche an, ne? Wie mache ich denn den Screen hier größer? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Uff, ja, bauen wir mal hier. Brauchen wir mal die Küche hin. So, eine schöne Küche, Leute. Hat jemand eine Idee, wie ich den Screen größer mal? Kannst du den Chat in den Chat schreiben? Was soll ich denn in den Chat schreiben? Ich sehe, es kommt jetzt kein Haus, doch. Wird hier ein schickes Haus.
das? Ich sehe die. Wie kann ich das größer machen jetzt? Was sind das? Achso, ich kann das so mehr angucken, ne? Ja, gut. Okay, wir haben jetzt eine billige Küche genommen. Brauchen wir noch ein Schlafzimmer? Ja, vielleicht wird ja jemand schwul, deswegen passt das. Uff. Komm, wir machen das so, warte mal. Kannst du das so? Ja, wunderbar. Ah, jetzt ist die Tür. Jetzt ist die Tür weg. Ich bin noch nicht so der Raumausstatter hier. Ich merke das schon. Was ist das denn jetzt hier? So ist das nicht vorgestellt. Uff. Bin hier auf jeden Fall Profi. Das ist automatisch zum Durch. Ja gut, das ist die Küche. Ich bin doof. Okay, wir schaffen das. So. Okay. Wir haben das, Leute. Cringe, Chat, Beef. Was? Du kannst alles auch manuell bauen. Ja, ich schaff das. Okay. Wohnzimmer, ganz wichtig. Das muss ein bisschen luxuriöser sein. Wie viel Geld haben wir noch? Eier. Hier gönnen die sich ein bisschen. Nehmen wir mal das hier, das ist ganz schick. So, die zweite Bude. Dritte Bude. Okay. Jetzt brauchen sie noch ein Büro. Mit einem PC auf jeden Fall. Uff, was ist denn das, ey? Ja, komm, Dom Ten hat immer so eine kleine Hütte gehabt, deswegen gönnt er sich hier ein kleines Zimmer. Schick. Oder? Was wird das? Das wird unser. Das krasse Haus, ne? Ah, seit wann bist du ein TT-Toad? Seit immer, ey. Name der Website bitte in den Chat. Leute, immer noch Philipp. Es gibt es nicht mehr. Es war mal im Origin Store. Das ist ein Programm von EA. Da gab es das mal umsonst. Jetzt nicht mehr. Hättest du mir auf Twitter gefolgt, hättest du es gewusst. Habe ich es damals geschrieben. Okay. Joa, schickes Haus, oder Leute? Ich find's geil. Wo ist ja eigentlich die fucking Tür? Wo ist die Tür? Ey, im Garten. Okay, was jetzt? Was sind das hier alles? Ey, kannst du mal aufhören jetzt mit diesen YouTube-Benachrichtigungen? Dankeschön. Ah ja. Wie kann ich den Flur machen? Du hast gleich kein Geld mehr. Ist dir das schon? Ja, ist mir schon klar. Klar, klar. Aber ich habe hier keine Tür. Die stehen da obdachlos. Ich baue denen vielleicht noch einen Garten. Freuen die sich vielleicht. Wie kann ich jetzt diese Scheiße bewegen? Ah ja. Ich habe es rausgefunden. Ah ja. Ah ja, komm, wir kriegen jetzt noch einen Garten hier. Ja, irgendwas. Das ist doch schick. Richtig nice. Richtig geil, Leute. So. So, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ja, und jetzt? Kann jemand... Hat jemand ein Spiel? Bin seit circa ein, zwei Jahren tot. Sicher bin ich aber nicht. Inwiefern tot? Hm. Stunde nach noch, dann gehe ich... Ah ja, viel Spaß dir. Ja, mach mal.
Grundstück speichern, ganz wichtig. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Jo. Abspeichern. So, und jetzt? Kurt, um 10 Uhr ist jetzt mal am Handy. Nee. Sind die im Buch lesen? Nee, die sind alle am Handy, ne? Ich glaub schon. Live-Modus. Okay. Ja, dann geht mal in euer Haus rein. Komm. Geht rein. Wir haben jetzt hier 3 Stunden stehen, oder was? Seid ihr gelähmt? Tom Ten hat irgendwas. Zurück nach Hause, ja, Mann. Dann geh mal los. Bist du am Ende? Die talken erstmal und Luke Stu hat keinen Bock mehr und geht schon mal weg. Tschüss, Blue. Ich meine, wenn du lange Abonnent bist, hilft das nichts. Ja. Okay, die talken erstmal. Guck mal. Rippchen schleimt sie erstmal ein bisschen ein. Die freuen sich schon mal ein bisschen. Blue übt schon mal für den nächsten Speedrun, hat Hunger bekommen beim Spielen. Wie wär's mit einem Bad? Haben wir keine Toilette? Ja, ups. Ups. Dann bauen wir mal eine Toilette, ne? Hallo? Achso, Ja, hallo? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Gestaltet Zimmer. Ja, bitte. Eine Toilette. Einfach eine ganz normale Toilette. Ja, nehmen wir die mal. 4000. Ja, gut, nehmen wir eine billige, komm. Ganz günstiges Ding. So, wunderschön. Live-Modus. Okay, jetzt haben die bestimmt sehr viel Spaß. Setz dir einen PC, ja, wir gucken mal. So, Blue ist jetzt schon wieder ein bisschen salty hier anscheinend. Was soll ich jetzt machen? Über Interessen fragen. Blue, was ist denn dein Interesse? Geht der mit mir, oder? Achso, der muss mit anderen reden, ne? Ah ja. Blue hat sich eine Dummy-Frisur geschnitten. Guck in den Livestream. Okay, lol. So, geh mal nach Hause. Der Rippchen geht ein bisschen Sport machen. Der hält dann Alien. Ja, da geht nichts hier. Okay, ich gehe erst raus, damit aufs Klo kann. Ja. Aktion. Okay, die gehen jetzt alle weg. Tschüss. Ah, er geht auch in den Garten. Und Domi, was macht der da? So what a new lie. Abim Rapani Varuda. Shippy Zerf. Ravobi Hapyam Hebony. Shabini Jabid. Turp System. Shema Corbif. Smurg Zukinik Safoim. Lampima. Vilpa Brehe. Gibaru Bainu. Thank you.
Simse Chorib! Turful Perpanar. LOL! Seit wann rede ich denn nicht mehr, hä? Aus irgendeinem Grund hat sich gerade mein Mikro deaktiviert. Seit wann denn das? Seit wann ist das? Ist das schon lang gewesen? Gut, dass das mal einer in den Chat schreibt. Warum geht denn jetzt down das Mikro aus? Hallo, hallo, hallo? Warum geht jetzt down das Mikro aus? Hä? Ich weiß, warum das liegt. Ich habe hier irgendwelche Hotkeys aktiviert. Wenn ich eine Taste drücke, dass das Ding deaktiviert. Ist nicht dein Ernst, ey. Ja, ich weiß auch. Oh Gott. Ach Gott. Ich weiß auch welche. Wenn ich die Pfeiltaste nach oben drücke, dann geht das Mikro aus. Richtig Profi, ey. Ach du Scheiße. Ja, bin Profi. So, jetzt geht mal ins Haus rein. Was ist los bei euch? Wie kriegt ihr da rein? Hallo, so ein Teddy, hi. Und Panda, Googly auch hallo und dich. So, jetzt rede ich wenigstens wieder. Ich rede wieder. Halleluja. Ich weiß auch nicht, woher ich diesen Hotkey habe. Auf jeden Fall, ich habe die Taste nach oben gedrückt, damit ich hier steuern kann, ne? Ja, moin. Gut, wie krieg ich die jetzt ins Haus rein? Weiß das jemand? Blicke noch nicht so ganz durch. Die reden nur mit sich, ey. Ich mache ja nur was mit Dommy die ganze Zeit. Ich will aber, dass er was macht. Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Weißt du, was ein Typ? Dommy fühlt es auf jeden Fall richtig hier. Könnt ihr mal ins Haus reingehen? Da ist die Tür, hallo. Das Haus hier festlegen. Kommt rein. So, gönnt euch. Ah ja. Kommt mal ran. Aber nur Dommy geht dann. Achso, weil ich den ausgewählt habe, ne? Auch du, bitte. So. Rippchen, auch du. Jetzt gehen sie alle dahin. Wunderbar. So. Jetzt habe ich es verstanden, Leute. Rippchen geht jetzt mal hier rein. Kann er das? Gehst du mal rein da jetzt? Genau. Jetzt gehen sie alle mal ins Haus rein. Jetzt sind sie nämlich Profi. Blue geht direkt ins Büro. Genau. Und Dommy geht erstmal aufs Sofa. So, dann macht mal. Warum stehen die da? Bauen Feuermelder. Ja, mal gucken. Später. Warum gehen die da jetzt nicht rein? Warum stehen die? Sag mal, sind die gehbehindert? Oder was ist das? Was ist das hier? Hm. Warum gehen die da jetzt nicht rein? Ich liebe dich, ich auch. Dankeschön. Hallo. Hat jemand eine Idee? Ich nicht. Wie kriegen die ja jetzt da rein? Ich hab innen auf den Boden geklickt. So, ich klicke den Typen an. Sollen wir jetzt hier hingehen? Geh doch da hin, Junge! Der geht da nicht rein. Der geht da nicht rein. Da geht keiner rein. Ach ja, Halleluja. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. So, Dommy geht aufs Sofa. Dommy geht aufs Sofa. Und nicht winken. Du gehst aufs Sofa. So, jetzt geht er wieder raus. Willst du mich ver... Hallo? Moin, Keck. Willst du mich? Blue, du gehst jetzt in den Zockerraum.
gehen da nicht rein. Was haben die gegen mein Haus? Fütter der Boden? Lol. Der geht einfach nur aufs Scheißhaus. Ah ja. Blut, Wissen, Spaß. Blut, Spaß. Ich spiele gerade Mario Bros. 3. Immer besser als Mario Bros. 2. So, immerhin Blue ist jetzt mal hier im Raum. Geht sofort ans Handy. Da ist keine Tür, habe ich auch gerade gemerkt. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Okay. Ja, dann bauen wir da mal eine Tür hin, ne? Okay. So, und jetzt geht ihr da wieder rein. So, Domi, du gehst da jetzt rein. Domi ist der Master. Halleluja! Was ist denn, dass sie da keine scheiß Tür hinmachen, ey? Wenn ich da einen Raum hinmache, dann denke ich, da machen Automaten eine Tür hin. Hier ist ja auch eine Tür. Lol. So, jetzt haben sie alle Spaß. So, Domtendo rennt erstmal wieder weiter. Er muss los zu Megas. So, Rippchen, was machen wir jetzt mit dir? Bleib mal hier. Bleib doch mal hier jetzt. Beleidigen. Komm, er beleidigt jetzt einfach mal irgendjemanden. Ah ja, ich habe schon wieder Domi ausgewählt, warum auch immer. Meint eigentlich den Typen hier. So, ey, ich blicke hier noch nicht so mit der Kamera durch. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Kann ich die Kamera nach oben drehen? Ah ja. Was macht Blue da hinten? Whippets geht jetzt mal ein bisschen joggen. Was ist mit Blue da hinten los? Bist du überhaupt? Wie kann ich die Kamera drehen, Junge? Ich dreh durch. Arbeiten gehen. Ah, Blue High. Hallo, na? Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Oh, Wibbles ist sportlich geworden. Absurdes Gerücht verbreiten, auf jeden Fall. Fragt sie nur mit wem. Warum ist Wibbles jetzt wütend? Junge, die Arbeit, wie gehe ich denn arbeiten? Domi muss arbeiten. Beanspruchen. Ist das Arbeiten? Nee, scheint nicht. Wo ist denn der Whippets jetzt eigentlich hin? Musste der los? Ich blicke noch nicht so ganz durch. Bin wieder da. War einkaufen. Alles klar, hi. Seit heute. Seit heute spiele ich Sims und ich bin hier noch ein bisschen unerfahren. Neuland, alles für mich hier. So, da ist diese scheiß Wände, regen mich hier ein bisschen auf. Wie kann ich das so drehen, dass das... Junge! Dreh den Kack. Ah ja. Du, was machst du da? Geh auf diese rote Ding bei da, wo wütend steht mit diesem Kopf. Da steht denn wieso? Ah ja. Wegen Sozialkontakt wütend nach einem unfreundlichen Gespräch. Ah ja. Ah ja. So, Domi, hi. Warum kann man hier nur schlechte Sachen machen? Was habe ich dem getan? Warum ist Domi so negativ? Gesicht. Das Haus ist. Hey, hallo, das Haus ist voll schön. Ich weiß gar nicht, was du willst. Wie du die Kamera mal anders anordnen, aber irgendwie geht das nicht. Jetzt gehen die zu zweit aufs Klo. Nee, doch nicht, da ist das Klo. Könnt ihr mal aufhören, so rumher zu rennen? Warum sind die alle so negativ? Warte mal. Blue, bist du ein bisschen happier? Bist du überhaupt da hinten? Mal ran. Aktion. Runde bilden. Warum kann der nichts machen? Ich bin... Hä? Okay, die wollen also nicht. Bisschen belastend. Die hocken da alle in einem Raum und machen einfach gar nichts.
Wo ist Tom Tendo? Blicke gar nichts mehr. Das ist ein Blindspiel, Junge. Sicher nicht, dass ich irgendwie Kamera nicht ändern. Die machen allgemein gar nichts hier gerade. So. Nach Tagfragen. Er war kreativ bis jetzt, ne? Fragt sie nur, mit wem er jetzt reden tut. Ah ja, jetzt rennt er los. Und der Typ rennt aufs Klo. Viel Spaß auf jeden Fall. Der Blue ist wieder im Wohnzimmer. Übers Liebesleben beschweren. Richtig geil. So, was heißt mit Domi jetzt oder mit wem? Ah ja. So, die haben sich jetzt ein bisschen angefreundet. Kannst du Mario Kart spielen, bitte? Nee. Sieht das so aus wie Mario Kart hier? Warum können die alle joggen gehen? Die sollen arbeiten gehen. Er hat Juli verloren, ja. Ist das normal, dass man am Anfang einfach gefühlt gar nichts kann? Hallo Max. Nee, Mad Orphs, hi. Kann man gefühlt hier gar nichts am Anfang machen oder was blicke ich hier nicht? Weil irgendwie geht halt echt gar nichts. Ich kann nur irgendwelche Runden bilden und joggen gehen. Der Killer, hi. Ich blicke dieses Spiel noch nicht. Es geht einfach gar nichts. Und über irgendwelche Sachen talken. Ja, das bringt mich aber nicht so weiter irgendwie. Und ist ein Koffer. Ah, hier. Karriere. Domi hat keinen Job. Ja, das können wir auf jeden Fall ändern. Und jetzt? Ja, Karriere einschlagen. Ja, da passiert nichts. Hä? Ah, hat nur 3 Stunden gedauert. Ah ja. So, Business, Entertainer. Was möchte Domi machen? Schreibt's im Chat. Was soll Domi arbeiten? Soll er als Verbrecher arbeiten? Sportler, Schriftsteller, Maler. Business, Astronaut. Ich würde sagen Entertainer, oder? Oder, ja, Business. Ich glaube, geh mal arbeiten. Ja, Domi macht auf jeden Fall, Domi ist Business. Business. So, Domi ist das Business. Jetzt braucht Blue auch eine Arbeit. Blue hat keinen Job. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ne, nicht für Domi, hä? Domi hat doch jetzt. Dauert nur eine halbe Stunde, wie lange das öffnet, ey. Hilfe. Ja, komm. Gönn dir, Junge. 3 Stunden später. So. Domi, Blue ist. Der wird hier. Was ist das denn? Blue ist Geheimagent. Ja. Blue macht hier einen auf Geheimagent. Und wo ist jetzt Rippchen? Wo ist der hin? Ich sehe halt nichts. Hilfe. Irgendwie. Also Kameraposition und so ist noch nicht so ganz krass. Blick in neue. Jetzt reicht's mir, ja. Warte mal. Ah ja. Ja, nicht. Nee. Ja, halt irgendwie so, ich will halt Vogelsicht, ne? Wo ist denn der hin? Was ist das für ein Atombunker? Das ist unser Zuhause. Was ist das dagegen? Ah ja. Ich sehe einfach gar nichts. Nice. Wo ist denn Rippchen hin? Ah, das sitzt schon wieder auf dem Klo, ey. So, auch du musst jetzt mal arbeiten gehen, du faule Sau. So, auch der Typ muss arbeiten. Hübi kommt demnächst, vielleicht mal gucken. Ich will ja nicht den ganzen Tag jetzt irgendwelche Leute aufstellen. So, hallo. Dauert ein bisschen. So, der Rippchen. Rippchen wird Sportler. Der wird Sportler. Ich call das. Rippchen ist unser Sportler. Kannst du. Ah ja, der Blue kann inzwischen mal wieder weg, ja.
Blue muss auf jeden Fall los. So. Blue muss los. So. Ich hab das doch schon ausgewählt. So. Jetzt hat jeder eine Arbeit, Leute. Seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe es. Jeder hat eine Arbeit. Ich hab eine Nachricht bekommen. Ah ja. So, was machen wir jetzt? Jetzt hat jeder eine Arbeit. Was macht man jetzt? Hat die... erfolgreiche Witze, ja man. Pius, bau mal eine Alarmanlage oder so ein Feuerding. Ja, wo denn? Baue ich denn so ein Zeug, Junge? Wofür brauchst du eine Alarmanlage? Feuerlöscher. Ich kann den Kamin bauen. Ins Wohnzimmer aber bitte. Ja, hier kommt später ein Fernseher, deswegen hier ist unser Brennpunkt. Hallo Pascal. Hier brennt's jetzt. Ein schöner Kamin. Joa. Haben wir ja eigentlich ein Dach machen? Ja, uff. Okay, ja, Dach ist mir erstmal zu teuer. Das lassen wir erstmal. Mehr Feuer gibt's anscheinend nicht. Ah, gibt's noch mehr zu Feuer? Klick mal auf den Ventilator. Ventilator? Jetzt schreibt der nicht. Hallo? Hallo? Venti... Wo willst denn du hin? Ja, moin. Gib's nicht mal. Wir müssen leider... Oh, hier ist Wasser. Wasser, welches sich nicht bewegt. Und hier ist unser schönes Haus. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich finde unser Haus sehr ansprechend. Ich finde, das ist ein sehr schönes Haus. Ich finde das sehr, sehr geil hier. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Sieht eigentlich aus wie so ein Atombunker. Ach du Scheiße. Was ist das da für ein Schlitz? Oh Mann. Ich hab doch Feuer eben eingegeben. Bist du geistig eingeschränkt? Ich hab da eben Feuer eingegeben. Da kommt nur Feuer, Feueralarm, Eier. Uff. Rauchmelder. Ja, aber drin. Kommen wir da jetzt rein? Oh, gar nicht, oder wie? Ja, super. Ist halt hier der Feuerlöscher. Ich komme da jetzt nicht mehr rein. Was soll der Dreck jetzt hier wieder? Ja, super. Wunderschön. Geil. Etage runter, ja. Wie? Jetzt komme ich da allgemein nicht mehr rein. Bruder. Ja, super. Auf den Pfeil nach rechts unten. Auf den Pfeil. Ich komme da nicht mehr rein jetzt. Bin da richtig Profi. Und jetzt? Kann ich da so rein? Nö. Ja, geil. Jetzt habe ich mir auf ein Haus ausgesperrt. Guckt euch unseren Atombunker an, Leute. Ist das nicht schön? Ja, für alle Fälle, ne? Falls es mal zu einem Atomanschlag kommen sollte, ich bin hier vorbereitet mit meinen drei Buddies. Sieht richtig gut aus. Oh Mann, oh Mann. Unsere Haustür ist ein fucking Toilettentür. Ach du Scheiße. Das Haus braucht mal Fenster, wenn du nicht willst, dass es wie ein Bunker aussieht. Ach, das hat gar keine Fenster? LOL! Sehe ich ja jetzt erst. Ja, Rippchen ist am Schlafen. Das hat gar keine Fenster! Ey, muss ja sowas von los?
So, selbes Muster. So. Der Atombunker kommt voran, Leute. So. Der Atombunker kommt gut voran. Yasin! Moin! Ich habe jetzt aber keine Ahnung mehr, wie ich da reinkomme. Das ist so ein bisschen das Problem. Wie komme ich da jetzt wieder rein? Macht Donald Trump ja Nintendo-YouTuber. Ich wüsste nicht, dass Trump jetzt ein Nintendo-YouTuber ist. Ey, jetzt mal ehrlich, wie komme ich denn da jetzt rein? Ja, Yasin, ich bin so ein bisschen überfordert. Der Pfeil rechts oben, du Keck. Welcher Pfeil rechts oben? Rechts oben Pfeil. Uff. 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 Ja gut. Hab ich... Oh. Nintendo steht auf dem Sofa. Der kann sich leider kein Bett leisten. Geht's dir gut? Fribs, Gorg. Hast du ein Problem mit deinem PC? Anscheinend nicht. Endlich, ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Bin hier auf jeden Fall richtiger Anfänger. Rebels! Rebels geht schon wieder auf Klo. Aber wie ich das jetzt hier, wie ich hier, kann auch einer sagen, wie ich hier, warte mal. Vogelansicht würde ich gerne machen. Vogelansicht. So, hier ist unser PC, ne? Unser Schreibtisch. Okay, ich baue jetzt einen PC, Leute. Wir brauchen einen PC. Ganz wichtig. Ohne PC geht nicht. PC. Ja, wie? Computer. Wunderschön. So, PC ist am Start. Jetzt können die arbeiten. Nintendo, du zum Beispiel. Geh mal an den PC. Karriere. Genau, er geht einfach schon in den Raum rein. Er hat den PC einfach gerochen. Guten Tag, sammelst du eigentlich auch Games oder zockst du diese nur? Ich mache beides. Inwiefern sammeln? Ich kaufe halt die, die ich kaufe und die habe ich dann in meinem Regal stehen. Auf jeden Fall, hi. Ich baue in Sims immer nur Häuser, macht am meisten Spaß, okay? Da steht der Kamin vorm Fenster. Richtiger Profi, ach du Scheiße. Anzünden. Ja, komm. Ja gut, ne? Kann ich den verschieben oder so? Wahrscheinlich im Baumeistermodus, ne? Verschieben bitte. Ah ja. Ja, war ein bisschen gut gesetzt auf jeden Fall. Darf ich einen Tipp geben? Ja, ich bin hier auf jeden Fall Anfänger. In dem Spiel. Bau eine Alarmanlage zum Kamin. Meinst du ein Feuerlöscher? Was kann man denn sonst so bauen hier alles? Was kann man hier sonst so bauen? Was baut man so? Ein Fernseher. Wo baue ich den denn hin? Wandfernseher am besten. Wie viel kostet der? 1000, okay. Ja, aber das Regal bitte. Board. Es ist der Kamin wieder am Weg. Dreh durch, ey. Ja, Fernseher allemal. Bin ich fast pleite. Uff. Fast pleite. Bau eine Alarmanlage zum Kamin. Ich brauche nicht mal eine Alarmanlage, Junge. Ich habe jetzt hier einen Rauchmelder draußen. So, Rippchen ist wieder unterwegs. Der Blue muss sich erholen von den Speedruns. Der hat einen harten Tag gehabt, Leute. Und Rippchen ist da am Start. Yeah. Gib mal Löschen ein, dann findest du so einen fetten Kasten, der so eine mega Alarmanlage ist. Oh, was hast du mit deiner Alarmanlage, Junge?
Kann das hier überhaupt Haus überhaupt brennen? Keine Ahnung. Übertreib mit deinen Alarmanlagen. Gibt Wichtigeres im Leben. Hi. Er muss arbeiten. Ja, komm. Ja, hallo. Jetzt haut er wieder ab hier. Du kannst mal ein bisschen soziales Netzwerk, bisschen twittern. Komm mal ran hier, Rippchen. Bisschen soziale Medien. Gönn dir. Ja, wenn es brennt. Ja, das Haus kann anfangen zu brennen, alles klar. So, der checkt jetzt hier seine sozialen Medien. Er hat richtig Spaß. Er tweetet. Ah ja. Und wenn die fällt, dann brennt es manchmal. Ja, dann holen wir die Feuerwehr. Da kommt Nintendo. Legt das Buch auf den Schreibtisch und das Buch ist weg auf einmal. Ja, moin. Man kennt's. Er sieht das Geld. Isla Fox ist high. Er sieht einfach das Geld. Sie talken ein bisschen, wunderbar. So, wo ist denn der Blue hin? Muss der Blue wieder wohl? Domi geht's ein bisschen unwohl. Ah, Blue schläft immer noch. Er hat einen harten Tag hinter sich, Leute. Er ist hungrig. Ja, dann soll er sich was zu essen machen. Wir haben ja eine Küche. Hier. Kann mir immer noch einer sagen, wie ich hier mal die. Achso. Ist ja keine Tür. Lol. Da ist einfach keine Kür zur Tüche. Tür zur Küche. Ja, moin. Passt das? Okay, so. Domi, jetzt kannst du dir was zu essen machen. Wir haben jetzt die Küche. Jetzt soll das funktionieren. Wunderbar. Oder bestell eine Pizza. Wie mache ich das? Junge, ich bin ja Anfänger. Beziehungen. Gucken wir da mal rein. Domi. Junger Erwachsener Business. Ja. Ja, wo ist Ribbit? Nicht vorhanden, oder was? Wusstest du, dass sein Name die männliche Version von Pia ist und der Gläubige? Ja, klar. Also die Beziehung. Ah ja. Die Beziehung von Whipple zu den beiden. Mit Blue läuft's besser, okay. Ja, nett. Er ist eingeschlafen. Was ist das denn jetzt hier? Reisen mit Geilkind. Was? Wo will er denn hin? Warum reisen? Okay. Domi möchte also mal wieder ein bisschen reisen. Du steuerst ihn gerade, ja, habe ich auch gemerkt. Okay. Domi, wie er immer ist, ne? Er möchte immer reisen. Und dann passieren irgendwelche Unglückssachen. Isle of Toads. Nice. So, jetzt sind sie hier. So, Domi, hast du jetzt Spaß? Domi hat sofort wieder Hunger. Er muss zu Maggis. Okay. Und Whipples, der macht einfach wieder ein bisschen Sport. Ja, dauert es ab. Cool, guter Ausflug auf jeden Fall. Der eine haut ab. Und Tommy rennt hinterher. Bleib stehen. Bleib stehen. Was bleib stehen? Renn mir nicht weg. Renn mir nicht weg. Geht's da wenigstens zu Magus? Ja, gut. Geiler Ausflug auf jeden Fall. Man kennt. Domi rennt zum Magus und Wibbits rennt weg. Ah ja. Rüppchen macht immer Sport, deswegen heißt er auch, doch Rüppchen, ja genau. Ah, er grillt. Ah, Rüppchen kann kochen. Nice. Machst du sehr gut. Vorbildlich. Domi grillt auch. Brennt die Würstchen an, Domi? Oder läuft alles? Sieht gut aus. So, wo gehen jetzt hin? Ah ja. Und wo ist Blues du? Ach ja, der schläft ja. Der muss sich vorbereiten für den nächsten Mario Bros. U Deluxe Speedrun. Ist ja ganz klar. Yeah. Cool, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen reden, aber jetzt ist nicht mehr okay, oder was? Doch. Hallo, ihr sollt reden. Fuma?
schmutzigen Witz machen. Genau, Wippchen ist ein bisschen zweideutig. Ah ja. Lass die Schule werden, ja Mann. Über Liebe, ja genau. Jetzt beschweren sie sich über das Leben. Und dann läuft das. Jetzt, wo ich an Rippchen denke, habe ich Hunger auf... Ah ja. Ah ja. Die haben auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, du sollst mit dem reden, Junge. Jetzt geht's los. Aha! Ende Let's Plays, hi. Das läuft bei denen richtig. Hallo Sam erstmal. Haber Montag, Französisch. Hall, Dorp, mündliche Prüfung, Supermarkt, Kaffee und Kleiderbottier. Wünsche mir viel Glück. Ah ja, viel Spaß. Ist das, man sich trifft, um sich selbst Essen zu machen und dem anderen nichts abgibt? Ja. Ripschi hat gerade gegessen, weil er nichts in der Hand hatte, ja. Der frisst seine Hand. Er spürt's richtig. Ah ja. Ah ja. Wie lange geht das jetzt hier? Das wird schon fast hell hier. Schon der nächste Tag beginnt hier fast. Hallo Pudding, besser aufs Moin. Was denn jetzt? Der hat ein bisschen Durst, der Typ. Oder kackt er sich in die Hose? Ah, Dobby will mal wieder reisen. Zur E3 da wahrscheinlich, ne? So, langsam könnt ihr mal wieder losgehen. So, Wippitz geht jetzt joggen. 15 Minuten habe ich noch, alles klar. Guck, die reden einfach, Rüppchen geht los. Zieht sich um und muss einfach los. Tschüss, war schön. Da geht er weg. Ja, und Domi sitzt da mit seinen 50.000 Brat, mit seinen Hotdogs. Mit 1, 2, 3, 4, mit 5 Hotdogs sitzt er da. Und genießt seinen Tag. Ich wäre auch gerne ein Rippchen, dann könnte ich mich selbst auffressen. Ja. Auch Domi muss ins Bett. Und lässt einfach die Hotdogs da liegen. Ich glaube es ja nicht. Hallo. Was ist denn los mit dir? Schlaf schön. Die müssen pennen, ich merke das schon. Tschüss. Rüppchen hingegen macht wieder ein bisschen Sport. Der fühlt's richtig. Schick sie heim, wie meinen das? Hier unten? Nee, warte mal. Bruder. Jetzt kann ich hier nicht anklicken. Okay, Rüppchen, wo bist du da? Bruder. Warte mal, Pause. Zurück nach Hause. So, er geht schon mal. Geht er jetzt auch? Kann ich den nach Hause schicken? Auf das Haus zeige ich beim Inventar. Auf das Haus, Alter. Ja, bin ich beim Zuhause. Nee. Hä? Reisen, ach so. Ja, wo ist denn das Zuhause hin? Wo ist denn die Hütte hin? Hä, bist du jetzt komplett verarschen hier? Wo ist die? Ich bin gerade überfordert. Jetzt läuft es aber richtig hier. Dann gehen wir mal hier hin. Bin ein Profi. Domi muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, moin.
Tschüss, Panda. Ja, moin erstmal. Röpfchen müssen circa. Ja, dann geht doch mal los jetzt. Wo seid ihr denn? Ich sehe ja gar nichts mehr hier. Achso. Ah ja. Was? Kontrolle auf Rüppels Rüppchen umschalten? Was? Das Spiel ist doch Neuland für mich, Leute. Ah ja. Rüppchen ist wieder zu Hause. Wie geht's dir so? Zu Hause, komm, geh mal nach Hause, mein Lieber. Mach dir einen schönen Tag. Ah ja. Ich gehe auch nach Hause und lache über mein eigenes Zuhause. Ist auch mal gut. Okay, ja. Okay, gib's hin. Eigentlich ist das unfair. Rüppchen hat nur einen Hotdog bekommen und Domi 5. Ja, Domi gönnt sich halt, ne? Unsere Musiklehrerin hat uns mal in der 6. Vortrag gehalten, warum die Sims sehr brutal wäre. Zitat: Ein Spiel, in dem man Menschen im Pool ertrinken lassen kann, ist nicht spaßig. Ah ja. Wenn das ihre einzigen Sorgen sind, okay. Ah ja. Sehr, sehr gut. Erstmal an den PC. Oh, Domi. Domi hat ein neues Outfit, Leute. Wo ist denn überhaupt hin? Und wo ist Blue hin? Was? Domi greift in der Schreibtischschublade nach dem Tacker und muss festhalten, dass dieser mit Marmelade eingeschmiert wurde. Ach, feststellen, ich kann nicht mehr reden, ey. Soll er mit einem eigenen Streich kontern oder den Vorfall ignorieren und sich einen anderen Tacker suchen? Nee, den Tacker auf den Mitarbeiter werfen. Domi ist müde und muss sich bald ausruhen. Was? Ohnmacht in 2 Stunden? Bitte was? Domi, was ist passiert? Oh, ein Tag arbeiten, der klappt ja jetzt schon zusammen. Domi, alles wird gut. Ruhig angehen lassen, alles wird gut. Du musst dir gleich in Ohnmacht fallen, ne? Alles ist gut. Was ist mit Toadcast? Boah, wenn ich so lange Texte schreibe, ist meine Grammatik komplett am Arsch. Ich merke das schon. Rechts oben. Was denn? Was willst du von mir? Ah ja. Ah ja. So kann ich wenigstens hier besser gucken. So, ah. Ah, Blue, moin. Grüß dich. Warum stinkst du so? Oder was soll das sein? Grüne Rauch. In Klammern Rauchwolken. Blue stinkt ein bisschen, glaube ich. Läuft bei dir. Ja, Blue stinkt. Hat anscheinend seine Socken verloren. Domi klappt auf der Arbeit fast zusammen. Und Rippels ist auch bei der Arbeit. Ja, beste Leben, ne? Hallo Kevin D, grüß dich. Hi. Kevin D hat abonniert. Dankeschön. Willkommen bei den Toads. Grüß dich. Oh, hallo. Hallo. Nein, 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 nein. Stopp. Lustig vorstellen, komm Blue. Sofort hin, ran Ali. Geh da ran. Du bist zum ersten Mal Sims? Genau, ich bin hier noch ganz Neuland für mich alles. Der stinkt ein bisschen, aber komm. Komm, du findest ihn geil. Bitte guck besser. So stinkt er gar nicht, er nimmt gleich Deo, okay? Nicht so gucken, alles wird gut. Er ist Deutschlands bester Speedrunner, musst du akzeptieren. Okay, das läuft jetzt nicht so gut hier. Uff. Ja, okay, Blue, du stellst ja auch nicht so gut an, ne? Du musst ihn duschen. Ich muss ihn duschen. D2, hi. Geld. Geld ist gut, oder? Geld findest du geil, ne? Du siehst aus, ob du Geld... Hat die Schleimfähigkeit erworben. Muss los.
Komm, die haben jetzt sehr viel Spaß. Glücklich, guck mal, so schnell geht das. Er muss einfach nur Geld über Geld reden, dann ist sie sofort dabei. Kommst du jetzt nochmal vorbei? So, du gehst jetzt mal ganz dringend. Halt, stopp. Nee. Du gehst jetzt mal sowas von die Badewanne. Du stinkst. Wo geht denn der schon wieder hin? Du musst jetzt in die Badewanne gehen. Ja, nicht schotten. Ey, jetzt stinkt der gleich noch mehr, ey. Wenn man stinkt, geht man duschen. Ja, für Blues ist anscheinend ein neues Fremdland. Was hier passiert? Ich dachte eben, das ist Wasser. Er ist auch Wasser. Okay, nur ein bisschen tief. So. Lol. Die beschweren sich einfach schon. Klick ist weg. Ach, das. Ah ja. Alles wird gut. So, Blue, wo bist du jetzt schon wieder hin? So, was ist mit euch jetzt los? So, du kannst jetzt mal schlafen, Dommy. Komm. Rippchen darf auch mal ein bisschen schlafen. Und du gehst jetzt endlich mal duschen. Geh jetzt endlich duschen. Ah, jetzt habe ich den zum Schlafen ausgewählt, ne? Ah, ich bin so ein Kick. Ja, ich bin so ein Kick. Ich muss noch mal lernen, dass ich das so machen muss. Du pennen gehen. Du auch pennen gehen. Ich bin noch Anfänger. Du kannst Aktien auch abbrechen. Wie? Warte mal. Ah ja, hier. Halt, stopp. Halt, stopp, habe ich gesagt. Blue, aufstehen. Aufstehen. Jetzt geht's nicht irgendwie. So, jetzt geht... Oh, wie du aussiehst. Du gehst jetzt ganz dringend baden. Ganz dringend. Ach du Scheiße. So, Blue hat jetzt ein bisschen Spaß im Leben. Sehr schön. Endlich. Ja, Blue geht jetzt endlich baden, Leute. Ist ja Spaß im Leben. Bruder, was? So, Bruder muss so, ist auf jeden Fall. So, Dommy. Nee, das ist Rippchen. Der schläft auch eine Runde. Wunderbar. Blue hat auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Wunderbar. So, wo ist Dommy hin? Dommy muss auch... Ja, nee, Dommy ist hier. Dommy schläft. Aber wo? Ach, da! Hier schläft er. Hi. Wie optimal. So, Blue, du gehst jetzt sofort arbeiten. Danach. Du musst soziales Netzwerk ein bisschen auf Twitter posten. Ich glaube, weil er zu müde war, konnte die Aktion nicht abgebrochen werden. Ah ja, gut, kann sein. So, Blue geht's auf jeden Fall jetzt wieder gleich besser. Der freut sich über sein Leben. Und steht jetzt mal auf langsam. Der badet ja 3 Stunden, ey. Der muss ja ziemlich durch sein mit seinem Leben. Hör mal auf zu baden! Rippels, ich glaube, was haben wir denn? Fitness, der ist Sportler. Bei ihm läuft Business, Sportler. Blue ist Geheimagent und Dommy ist ein Businessman. So, kannst du jetzt mal wieder aufstehen? Wie lange badet der Typ? Schleunige mal. Ja, der badet ja hier 3 Stunden. Der schläft in der Badewanne. Muss aber richtig los, ey. Ach du Scheiße. Der schläft in der Badewanne, Leute. Der Dommy weiß, wo das Bett ist. Der schläft normal im Bett. Nee, du gehst erstmal Videospiele spielen, Junge. Du musst speedrunnen. Blue schläft so in der Badewanne einfach, ey. Ja, wenn man schon stinkt und den baden tut, dann aber richtig. Dann aber komplett. Ja, Tetris 99 Battle Royale. Und denkt über Aliens nach. Ah ja. Blue macht dann wieder einen Speedrun. Ah ja.
Sehr unwohl, warum, was ist los? Hast du dir in die Hose geschissen? Muss dringend pinkeln, weil Blase niedrig. Wenn Blutstuhl nicht ganz schnell auf die Toilette geht, wird bald eine Pfütze entstehen. Oh, das will ich sehen. Das will ich sehen. Blue kackt sie einfach den Stuhl voll. Richtig geil. Samso. Hebt mal das Buch auf. Die schlafen, wenn sie nicht verliebt, verlobt, verwandt oder verheiratet sind, nicht zusammen im Doppelbett. Uff, das ist ja schade. Das ist ja schade. Schade, schade, schade. Dommy hat gerade gute Träume auf jeden Fall. Man spürt's. Und Rippchen, der liegt auf dem Sofa. Auf den! Aber was zu essen, du faule Sau. Koch mal was Schönes. Du kochst jetzt Eier und Toast, bitte. Familiengröße, bitte. Gönn dir. Wenn schon einer zockt, muss der andere ja mal was machen. Ja, dann geh mal kacken jetzt hier. Ja, geh doch. Da ist die Toilette, Blue. Gönn dir. Das ist aber auch irgendwie ein schwieriges. Du bist auch ein Problemkind, ne? Hab ich das Gefühl. Kannst nicht alleine duschen, kannst nicht alleine aufs Klo gehen, ey. Du bist ja hier, ey, ein ganz bestimmter Sonderfall. So, jetzt viel Spaß. Guck mal, der ist hier pflegeleichter. Der kocht jetzt was Schönes. Rippchen hier ist Kochprofi. Und Domi steht gerade mal wieder auf. Du gehst erst einmal, du gehst an den PC. Du gehst mal sowas von an den PC. So, erstmal Social Media prüfen. Aber nicht in sich gehen. So, Blue schläft jetzt noch mal eine Runde. Gönn dir. Und du kochst hier ganz schön, ne? Was hast du für eine Scheiße gekocht? Warum stinkt der grün? Wer will wohl als erstes sterben, oha. Was ist Clickbait? Lukas Tendo Game, erstmal moin an dich. Was soll denn hier Clickbait sein? Hi. Ah, Rippchen möchte ein Auto haben. Und isst einen Burger. Die schmecken anscheinend nicht. Solltest du nicht einen Toast machen? Ist das ein Toast? Das ist wie so ein Burger, ey. Alles klar. Tschüss, Alice. Lutus. Okay, irgendwie das Essen, was er gemacht hat, ist wohl nicht so krass. Schade. So, Domi geht jetzt. Domi ist müde und hat anscheinend irgendwelche Sockenprobleme. Okay, Domi muss mal baden gehen. Domi, bad mal eine Runde. Was mit dir los? Ah, der geht auch baden. Die gehen alle baden hier, ey. Alle baden. Also bin inaktiver im Chat, okay. Ja, viel Spaß. Yeah. So, die haben jetzt also sehr viel Spaß. Ja, Leute, das ist auch schon ein sehr erfolgreicher erster Tag hier gewesen, auf jeden Fall. Ja, die stinken auch alle. Ja, dann sollen die mal öfters baden gehen. Was ist los bei denen? Ja, Domi ist auch schon wieder am Kotzen. Der passiert aber auch nur Scheiße, ne? Ja, erstmal Salz drauf, ganz wichtig. Uff. Nintendo, hallo? So, der ist mal schön. Ah, jetzt geht er einfach. Hä? Er geht erst weg und geht dann wieder hin. Und klont einfach seinen Teller. Ah ja. Unten rechts die Bedürfnisse. Blase ist noch okay. Geht noch was? Hunger hat er jetzt was gegessen. Energie ist am Ende. Sauberkeit ist auch am Ende. Ich merke das schon. Ja, okay. Ja, dann geh doch aufs Klo. Hält dich keiner von ab. Der eine duscht, der andere geht aufs Klo. Ist doch kein Problem. Deine Portion genommen, ja. So, der badet eine Runde.
Dobby geht aufs Klo. Ja, stell dich halt noch mehr an. Oh Mann. Bist du eine Pilze, Max? Bist du ein Toadmörder? Nee, ich esse keine Pilze. Da hat gerade Ficken gesagt. Er ist doch nur in der Badewanne. Alles ist gut. Alles ist gut. Akunizo muss noch einziehen hier, wo ich gerade Melinda lese. Stimmt. Der kommt dann im zweiten Stream, Leute. Kunizo, ganz wichtig. Der muss ja auch hier in die tolle WG. So, Dominik ist am PC. Geht's dir gut? Denn wissen er die nackt gesehen. Ja, kann doch passieren. Ist doch auch nur ein Mann. Gibt Schlimmeres. Okay, der geht jetzt bei Amazon einkaufen. Oder wo ist der hier auf Instagram? Ja, ich glaube schon, Nick. Ja, wunderbar. Ey, selbst der PC stinkt schon. Ah, ist endlich fertig. Jetzt mal die Beine auf Klo. Wir brauchen mehr Toiletten, Leute. Hier ist ein Toad, auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Toiletten, Leute. Das kann hier so nicht mehr weitergehen. Die Zustände sind unhaltbar. Wollen wir jetzt hier noch eine geheime Toilette bald, Leute? Bald. So, Tommy ist jetzt sehr zufrieden. Und geht auch erstmal duschen. Viel Spaß. Ah, ist schön. Der Blue. Ja, hab ich doch gesagt, dass du mehr Toiletten bauen musst, weil Dolly und Whippets jede Minute auf Fülle gehen müssen. Ja, die haben irgendwelche Toilettenprobleme auf jeden Fall. Haben wir schon Geld? Ja, 2000 ist nicht so viel, ne? Geht mal arbeiten, ihr faulen Säcke. Was macht ihr den ganzen Tag, ey? Da haben wir auch schon wieder Probleme. Schmutzig. Als ob du schon wieder dreckig bist. Achso, du bist ja gerade in der Badewanne, wollte ich schon sagen, ey. In 18 Tagen, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann kann ich dir mal ein kleines Haus für 3 bauen. Ja, ich baue mein Haus schon selber. Das schaffe ich. Irgendwann. So, bist du jetzt mal ein bisschen zufrieden? Nee. Ja, Blue, du schläfst jetzt auch 5 Stunden, ne? 20 Stunden. Stommy hat Spaß. Ihm ist langweilig. Du kannst mal ein bisschen deine sozialen Medien checken, mein Lieber. Oder Karriere. Nee, nicht Job kündigen. So, auf Twitter posten. Ich bin eine Melinda. Ah ja. Musste auch schon wieder auf Klo. Alter. Jetzt ist Blux zu, also doch pflegeleichter. Der schläft einfach. Dem juckt hier einfach gar nichts mehr. Der schläft. Nice. Dem geht's gut, Leute. Beste Leben bei Blue. Ah ja. Mami, bist du bald mal fertig? Anscheinend nicht. Melinda vs. Toad. Oh scheiße, Toad ist nicht bei Smash. Ja, leider nicht. Mal schauen, was ich für Deutschland schaffen kann. Denke mal, viel drückt mir die Daumen. Für Deutschland? Hä? Wie meinst du das jetzt? Naja. So, Domi hat immer noch sehr viel Spaß beim Duschen, man sieht's. Sehr viel Spaß. Ah ja. Der muss auch aufs Klo. Der muss auch aufs Klo. So, tschüss, Domi. War schön mit dir in der Badewanne. So, Wüppchen, jetzt darfst du aufs Klo. Gönn dir. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Ich mache einen Wettbewerb, da treten Länder gegeneinander an. Ah ja. Ich würde es so geil finden, würde Toad in Smash sein. Ich auch. Toad in Smash oder Captain Toad wäre richtig geil. So, Blue schläft einfach immer noch. Ja, Mann. So, jetzt sind jetzt alle zufrieden. Ne, der ist auch müde. Alle müde hier, ey. Alle am Ende. Gut, dann sollen die mal eine Runde schlafen, Leute. Oh, ist jetzt Tag endlich mal wieder. Nice.
Toad oder Taot, wer kennt's? Ja, Leute, ich würde sagen, für den ersten Sims 4 Stream war das doch ganz nett, wenn man mal von meinen Skills in diesem Spiel, wo ich keine Ahnung hatte, absehen tut. Die sind hier eingezogen, haben alle einen Job gefunden. Domi ist sehr glücklich und isst mal wieder was Schönes. Blue schläft einfach immer noch. Der schläft einfach den ganzen Tag für den nächsten Speedrun. Nice, unsere Bude ist auch sehr schön. Bis nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen besser. Aber hey, ist ja schon mal ganz schick hier. Ne? Er ist zufrieden, er ist happy. Alle sind sehr zufrieden, Leute. Ja. Endlich ist das Klo mal nicht belegt. Halleluja. Super. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Nächste Woche kommt ja schon Mario Maker 2 raus. Das wird richtig nice. Das war die erste Folge von Sims 4, die neue WG mit Domtendo, Ripples und Blöx 2. Beim nächsten Mal ziehen weitere ein, unter anderem auch Konizo und vielleicht noch und einige andere. Mal gucken. Demnächst geht's weiter. Domi frisst jetzt hier weiter sein Essen und genießt sein Leben heute. Optimal. Sieht sehr schick heute aus, Domi. Ja. Okay, der ist wieder ein bisschen durch mit seinem Leben. Und Blue schläft einfach immer noch. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, abonnieren. Bis zum nächsten Sims 4 Stream. Wo vielleicht auch einige von euch einziehen werden. Bis dahin. Ciao. Ja, Wibbits ist auf jeden Fall sehr happy, wie man sieht. Der hat Plan von seinem Leben. Man sieht's.